Ja. Um einen Block mit dem gewöhnlichen Muster zu bekommen, schneiden wir ganz genau ein Quadrat 2,5 Inch. Und das können wir uns über anzeichnen, damit wir ein ganz tolles Schnittquadrat bekommen, was schön genäht ist und ganz quadratisch genäht ist auch. Desto leichter haben wir es hinterher. Ich zeichne also die Viertel-Inch-Linie ein. Das geht gut mit dem neuen Lineal. Das ist auch rutschfest. Das ist mein dunkles Teil. Jetzt nehme ich ein helles Teil als nächstes und an alle vier Seiten mache ich das. Wenn ich genau sein will, kann ich für meine Streifen nehmen ein 3/4. Ich schneide mir erst die ab. Minimal größer. Ich brauche ja zwei Stücke. Ich lege das jetzt hier an. Das ist jetzt nicht so schlimm und nicht so genau. Und nähe das jetzt hier auf meiner schönen Strichlinie. Das war einfach, das genau nachzunähen auf der Linie. Ich kniffe das jetzt zurück. Wer anständig ist, bügelt das, ohne zu ziehen. Jetzt nehme ich die nächste Seite, die gerade Seite. Ist natürlich immer die richtige. Die lege ich jetzt hier an. Drehe es um. Und nähe es wieder da auf meiner Linie an. Das sieht jetzt so aus. Man kann auch seine Reste aufbrauchen. Ich nehme jetzt einfach das. Ich brauche auch nicht das auf 2 Inch schneiden, weil das ein bisschen Abfall jetzt ist. Ist nicht schlimm. Ich kann mir das jetzt hier gerade schneiden, wenn ich möchte. Aber für den Anfänger ist es dann gut, dann sieht er, wo er ansetzen muss. Wir versuchen das immer gerade zu halten, nach diesen Linien von dem unseren Mittelquadrat, was ganz gerade sein sollte. Jetzt setze ich das hier an und die andere Seite auch. Das geht einfach mit einer Viertel-Inch-Naht. Ich lege das hier schön an. Erstmal lege ich es vorne drauf, immer gegenüber. Man kann auch bunte Farben nehmen, verschiedene. Ich sehe jetzt meinen Strich, den ich hier eben gezogen hatte, von der Mitte, von dem Mittelquadrat. Da nähe ich jetzt auch wieder drauf. Jetzt haben wir also die Präzisionsarbeit schon hinter uns. Das ist unsere Mitte. Jetzt kommt das Lineal zum Einsatz. Auch wenn man kein Englisch hat, braucht man nicht. Hier steht Center Square. Square heißt ja Quadrat. Nummer 1. Das legen wir hier drauf. Unsere Linie ist immer schräg. Das seht ihr noch. Da schneiden wir jetzt einfach munter drauf los. Und schneiden jede Seite ab. Wir sehen hier gut das weiße Quadrat. Das legen wir immer schön wieder gerade hin. Schneiden ab. Dadurch ist gleichzeitig unsere Naht dran. Das sieht man hier. Da brauchen wir keine Angst um unsere Naht haben. Wir legen das immer schön hier drauf. Und hier ist der Viertel-Inch, unsere Naht. Jetzt könnte man schon damit praktisch aufhören, wenn man so einen Quilt haben möchte, mit solchen kleinen Vierecken. Die kann man immer gebrauchen in einem Quilt. Das kennt ihr ja. Das nennt man jetzt Square im Square. Man kann es auch sogar für diese Sachen nehmen, Square im Square Sachen, wenn man da was machen möchte. Das Lineal geht auch dafür. Hier ist eine Mittellinie, das ist alles gut. Jetzt kommt die nächste Runde. Hier lege ich jetzt wieder die gegenüberliegenden Stücke an. Die können gleich so sein. Ich lege das an. Ich nähe von der Seite, dann sehe ich mein Quadrat und kann hier gut lang nähen. Man näht immer gegenüber, wie üblich bei so einer Sache. Ich kann jetzt auch hier das nehmen und das begradigen einfach zum Ansetzen. Und das ist ein gutes Lineal, da sind auch gerade Linien drauf. Jetzt nehmen wir wieder eine andere Farbe, ich nehme dann wieder das Grüne. Jetzt werden wir ja ein bisschen größer. Wir nähen immer vier Seiten ringsherum an. Das ist das ganze Geheimnis.
Jetzt können wir das schon so drauf liegen lassen und gleichzeitig nähen. Wer möchte, kann es auch feststecken. Ich nähe wieder von der Seite, dann sehe ich, wo mein Viertel Inch hier ist, wo meine Naht zusammenkommt und nähe das hier ganz schön ein. Ich zeige das euch mal. Ich mache euch einen Pfeil hier hin, was ich jetzt meine. Hier ist der Punkt. Da nähe ich dann immer schön lang, dass es schön gerade ist. Das war die erste Runde ringsherum, das ist die zweite Runde. Hier steht Runde 2, hier ist wieder das kleine Quadrat eingemalt, das müssen wir jetzt drauflegen. Natürlich wollen wir das jetzt so schön immer schräg schneiden. Man kann so sagen, man muss immer schräg schneiden. Das legen wir jetzt hier drauf. Jetzt seht ihr auch, warum das gut ist, wenn das gerade ist, wenn das richtig ist. Dann haben wir nämlich das andere auch alles gerade. Hier legen wir Runde 2 drauf und schneiden an beiden Seiten ab. Das geht jetzt einfacher. Drehen das rum, legen wieder an auf unser Quadrat, Runde 2 und schneiden die andere Seite ab. Automatisch haben wir die nach und brauchen nicht viel beachten. Jetzt sind wir hier. Jetzt machen wir wieder eine helle Runde drumherum. Ich nehme, wenn ich es neu schneide, jetzt setze ich helle Stücke an. Ich schneide die Seiten gerade mit dem Boden, was ich hier habe, und gucke, dass alles immer gerade bleibt, dass ich auf einer geraden Linie bin. Hier setze ich jetzt auch wieder mein helles dran an beide Seiten. Ich nähe immer von hinten, dann sehe ich besser, wo ich bin, dass ich hier durch den Knotenpunkt der Nähte komme. Jetzt sind wir an der dritten Reihe angekommen. Das bedeutet, dass wir auf die Nummer 3 gehen müssen, wo wir schon eben gelernt haben, dass es hier unten steht. 45 Grad winkelt. Hier steht Nummer 3. Jetzt legen wir es an die Naht, die wir hier haben. Das ist der weiße Strich. Wir können das daran sehen. Wir müssen immer so schneiden, dass wir immer diagonal abschneiden. Hier ist eine weiße Linie, wie eben gesagt. Das schneiden wir jetzt ab, gehe wieder auf meine weiße Linie, meine Naht lege ich, den weißen Strich hier auf dem Linear lege ich auf die Nahtlinie. Das mache ich an allen vier Seiten so. Zur Sicherheit lege ich immer alles gerade. Meine Naht ist dann wieder eingebaut. Weiße Linien, Nahtlinie, abschneiden. Jetzt sehen wir schon, wie eben, dass hier schon was fehlt. Das ist auch gut. Jetzt kommt wieder eine dunkle Farbe und nähe die hier dran, nähe aber wieder von hinten. Bei der Runde 4 können wir schon wieder stoffsparender sein, können das ein bisschen hier über die Kante gehen lassen. Das reicht aber dann. Und nähen das jetzt hier an. Jetzt sind wir wieder in einer dunklen Runde, können auf die dunklen Kästchen gehen und hier ist das schwarze Kästchen Nummer 4, das legen wir auf unser Mittelquadrat, wie eben. Und können jetzt wieder zwei Seiten schneiden. Wieder das auf unser Mittelkästchen 4. Sind jetzt so weit. Jetzt kommt die fünfte Reihe, die wieder hell sein soll. Wieder von hinten. Das können wir wieder begradigend hier abschneiden. Und an der anderen Seite auch, wenn da noch was zu viel ist. Wir gehen nach dieser Linie. Hier brauchen wir jetzt nicht so viel Stoff nehmen. Wir können ein bisschen überstehen lassen und setzen das dann hier an, unseren hellen Stoff. Jetzt sind wir auf der fünften Umrandung. Da wissen wir, das steht hier vorne. 3, 5 und 7. Das bedeutet, dass wir das hier mit der weißen Linie auf unsere Nahtlinie legen. Hier ist ein weißes Raster. Dann können wir einfach hier abschneiden und die Naht ist schon drin. Das machen wir jetzt an jeder Seite. Hier liegen wir wieder auf der Naht, hier in unserem weißen Raster, hier genau auf der Naht. Das geht schnell und einfach, ohne Berechnung. Hier ist die weiße Linie, die kommt wieder auf unsere schräge Naht hier. Das ist alles eine Übungssache. Wenn man es einmal gemacht hat, ist es einfach. Hier wieder die weiße Linie auf unsere Naht.
Hier im Raster bin ich auch noch einigermaßen. Der Block ist jetzt schön geschnitten. Bei dem kleinen Block brauche ich dann nur noch eine Reihe zu machen. Dann nehme ich wieder was Buntes. Seht immer zu, dass ihr eine schöne gerade Seite habt. Hier haben wir jetzt eine schöne gerade Seite, wenn das jetzt Reste wären. Am Anfang und am Ende kann man gern verriegeln. Ich begradige das wieder nach meiner Mitte, dass die schön gerade bleibt. Die Farben gefallen mir schon wieder besser, wenn das so in einer Richtung ist. Man kann da auch mischen natürlich, wenn man ähnliche dunkle und sehr helle Farben hat. Jetzt sind wir in der sechsten Reihe und können aufhören, wenn wir das möchten. Da wir eine dunkle Reihe haben, müssen wir auf die zwei dunklen Kästen gucken. Hier steht Nummer 6. Drauflegen. Dann schneiden wir jetzt die Ecken ab. Ihr seht, man könnte noch ein bisschen weniger Stoff sogar nehmen. Übt mal selber so rum, was ihr so braucht. Hier ist wieder Nummer 6. Lege ich wieder da drauf. Schneide die zwei Ecken ab. Jetzt wisst ihr, ich habe ein bisschen mehr genommen. 2 Inch statt 1/5 Inch. Dadurch nehme ich jetzt hier das als Muster, die weiße Linie, lege ich auf meine Naht und schneide das, was ich zu viel habe, hier ab. Das liegt jetzt daran, man kann es auch ganz genau schneiden, aber das finde ich ein bisschen übertrieben mit den kleinen Nummern. So geht es einfacher mit 2 Inch statt mit 1/5 Inch. Ich schneide mir jetzt ein Quadrat von 3 Inch mal 3 Inch aus, was ich für meine Ecken nehme. Man kann auch verschiedene Ecken nehmen, zumindest 2. Das sieht auch gut aus. Das 3 mal 3 Inch Quadrat schneide ich jetzt in 2 Hälften. Ich setze das jetzt hier an und nehme noch ein Quadrat. Schneide das auch diagonal durch. Und setze das hier dran und das hier dran. Ich muss schön aufpassen, dass ich alles in der Mitte habe und das gleichmäßig übersteht. Das sehe ich am besten von hinten. Wie habe ich es denn hier liegen? Man kann es sich auch in der Mitte kniffen, wenn man unsicher ist. Und ich nähe das jetzt fest. Jetzt können wir gut unser Lineal nehmen und das begradigen. Das ist ja auch rutschfest. Wir richten uns nach der Seite und nach der Seite. Da wird das schön gerade. Man kann aber auch alte Kleider aufschneiden, die man schon gewaschen hat aus Baumwolle. Also mir gefällt es auf jeden Fall besser mit den Farben, die hier so durchgehen. Dunkel, dunkel, hell, hell. Also ich würde das vorziehen. Dieser Block ist total durcheinander. Ist aber nicht schlimm. Wenn man Crazy Patchwork mag, kann man das auch noch besticken. Das ist ganz egal. Das kann jeder doch machen, wie er will. Das ist ja gerade das Schöne daran. Hier kommt das natürlich mehr zur Geltung, der Ananasblock. Man sieht ein Ananasmuster. Also das Lineal kann ich ohne weiteres empfehlen. Beim zweiten Block konnte man schon alles fast auswendig. Ist dann einfach. Und wenn man diese Farben beachtet, sieht man schon erste Reihe weiß, also hell. Und die zweite Runde ist ein dunkles Quadrat. Dann sieht man schon, dann nimmt man dunkles. Also es gibt viele Richtlinien, wo man dann Bescheid weiß, was man machen muss. Viel Spaß!
Was ist denn?
Ich bin alle. Ich bin eine. Ich bin keine. Gewesen gleichzeitig, dort und da. War glücklich, war unglücklich. Ich bin alle. Ich bin eine. Ich bin keine. Gewesen gleichzeitig, dort und da. Geliebt, verstoßen, verscharrt. Ich bin alle. Ich bin eine. Ich bin keine. Gewesen gleichzeitig, dort und da. Ich bin deine. Ich bin seine. Ich gehöre mir. Bleibe einzigartig.